Herzlich willkommen zur Carte Blanche. Der heutige Film ist Bullets Over Broadway von Woody Allen. Ja, auch Woody Allen hat einen Gangsterfilm gedreht, und zwar den lustigsten Gangsterfilm, den ich je gesehen habe. Es ist auch mein persönlich liebster Film von Woody Allen aus dem Jahre 1994. Der Film hat vor allem sowas geprägt wie Soul Kitchen. So, den Film habe ich mit Adam Bostukos, dem Hauptdarsteller aus Soul Kitchen und der ein großer Freund von mir ist, wieder und wieder und wieder gesehen. Wir haben natürlich nicht mal 10% des Genies von Woody Allen erreicht, aber dennoch ein sehr wichtiger Film für mich. Und ich denke mal, dass er in der Reihe des Gangsterfilms auf jeden Fall einen Stellenwert hat, weil dieser Film ist ein Meilenstein.